Warum ist VR-Gaming immer noch nicht so richtig erfolgreich? Ja, ich frag dich, du hast doch bestimmt eine Meinung dazu. Heute verrate ich euch aber auch, was ich dazu denke, als jemand, der sowohl das erste kommerzielle Consumer-VR-Headset Oculus Rift als auch das ganz aktuelle PlayStation VR 2 Headset gekauft hat und auch die Reaktion von anderen Leuten kennt. Das Video wird euch präsentiert von Game Machines. Besucht jetzt die nagelneue Webseite und stellt euch noch komfortabler euren Traum-Gaming-PC zusammen, der auch problemlos mit aktuellen PC-VR-Headsets kompatibel ist. Jetzt auf gamemachines.de. Kosten. Das war vermutlich einer der ersten Punkte, der euch durch den Kopf gegangen ist. VR-Gaming scheint erstmal nicht die günstigste Methode zu sein, um Videospiele zu spielen. Aber es ist definitiv schon besser geworden. Im Jahr 2016 habe ich für das Oculus Rift Headset, die Rift VR Controller und einen zusätzlichen Kamerasensor rund 1000 Euro bezahlt. Und man konnte mit dem ganzen Set praktisch nichts anfangen, wenn man nicht auch noch einen PC hatte, der mindestens genauso viel gekostet hat. Heute gibt's zum Beispiel das Meta Quest 2 ab 350 Euro, das kabellos und ohne PC genutzt werden kann. Im Herbst kommt übrigens das leistungsstärkere Meta Quest 3 ab 570 Euro. Die voraussichtlich mindestens 4000 Euro für das angekündigte Apple Vision Pro Headset sind also alles andere als die Regel. Wer mit der Meta Quest nicht nur auf Grafik und Spiele setzen will, die der Onboard-Chip auf die Reihe bekommt, sondern einen starken Gaming-PC nutzen will, der kann das Gerät und auch viele weitere Headsets mit dem PC verbinden. Die aktuelle Wahl für Konsolenspieler ist das PSVR 2 Headset, welches solo 600 Euro kostet. Benötigt wird natürlich auch eine PS5, die es ab 450 Euro gibt. Leute, die bei mir das Headset ausprobiert haben, sind von den 600 Euro in der Regel nicht völlig schockiert. Verglichen mit anderen PC-Headsets im höherpreisigen Segment macht das PSVR-Headset eine wirklich gute Figur. OLED-Display, Blickerfassung, Headset und Controller-Feedback sind einige schöne Features. Klar ist das nicht wenig Geld, aber ich denke nicht, dass die Kosten für das VR-Erlebnis der entscheidende Punkt ist, der verhindert, dass VR richtig im Mainstream-Gaming ankommt. Spiele. Es gibt viele Dinge, die man in VR machen kann. Filme schauen, VR-Chat, Orte virtuell besuchen oder auch fliegen. Für uns stehen hier die Spiele im Fokus und davon gibt es eine ganze Menge. Wenn wir aber vom Mainstream reden, dann brauchen wir auch große Spiele, die sowohl mit ihren Spielmechaniken als auch mit ihrem gesamten Produktionswert und der Grafik beeindrucken. Für den PC war ohne Frage Half-Life Alyx aus dem März 2020 so ein Titel. Für mich kam seitdem leider kein Spiel in die Nähe. Es kommen immer wieder neue Headsets mit besserer Technik für den PC raus, die teilweise eine ganze Menge Geld kosten. Aber lohnt sich die Investition, wenn man dann Spiele mit einer Grafik wie Superhot spielt? Oft genug habe ich in Kommentaren gelesen, dass Leute ihr Headset wieder verkauft hätten. Es gäbe ja keine Spiele. Das ist natürlich Unsinn. Es gibt jedoch tatsächlich kaum Spiele, die mit den vielen großen AAA-Spielen vergleichbar wären, die jedes Jahr für Konsolen und den PC herauskommen. Dennoch gibt es einige Spiele, die man wohl als AA bezeichnen könnte und sich durchaus lohnen können. Mit Horizon Call of the Mountain hat Sony gleichzeitig mit dem PSVR 2 Headset ein Spiel veröffentlicht, das zumindest erstmal optisch ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau ist. Spielerisch wurde ich aber insgesamt nicht voll überzeugt. Es wird viel geklettert, was die meiste Zeit ziemlich anspruchslos ist, gerade wenn man es mit The Climb von Crytek vergleicht. Es gibt relativ wenig Gegner und Bosskämpfe laufen immer gleich ab, indem man in einer runden Arena um sie herumläuft und alles draufschießt, was man hat. Die Grafik und Texturen sind bei näherer Betrachtung zudem deutlich schwächer als bei dem ein Jahr zuvor erschienenen Horizon Forbidden West. VR fordert eben seinen Tribut. Schließlich muss das Spiel mit möglichst hoher Bildrate für jedes Auge auf 2000x2040 Bildpunkten dargestellt werden. Ein theoretisch großer Schärfegewinn gegenüber meinem Rift CV1 Headset mit 1080x1200 pro Auge. Und dennoch kann man die Pixel sehen. Und besonders entfernte Objekte wirken niedrig aufgelöst.
Den Eindruck hatte auch ein Freund, der sonst auf einem Full-HD-Beamer spielt. Der Unterschied ist aber nun mal, dass die sonst sehr passable Auflösung eben direkt vor deinen Augen dargestellt wird. Was für mich persönlich einen besseren Eindruck gemacht hat als Horizon Forbidden West, ist der VR-Modus von Gran Turismo 7. Auch wenn die Grafik hierfür ebenfalls etwas runtergeschraubt werden muss, sieht das Spiel in den meisten Szenarien ziemlich gut aus. Das Tolle ist aber das Mittendrin-Gefühl und die sich aus der stereoskopischen Ansicht ergebende verbesserte Tiefenwahrnehmung. Das sorgt dafür, dass man Kurven viel besser einschätzen kann und alles dichter an dem dran ist, was man vom Autofahren kennt. Ich hatte das zwar schon am PC ausprobiert, auf der PlayStation fühlte es sich jedoch noch etwas besser an. Auch das beliebte Beat Saber spielt sich wunderbar auf PSVR 2, ebenfalls Thumper, Pistol Whip oder Pavlov. Resident Evil Village ist auch cool, hier merkt man jedoch schon öfter mal, dass es ein Port ist, der nicht voll auf VR ausgelegt wurde. Meine Perspektive ist allerdings überhaupt nicht ausschlaggebend, denn ich kenne VR. Ich habe mich dran gewöhnt. Wie empfinden Leute die Spiele, die da nicht so tief drin sind? Spielkomfort. Über die Jahre haben hier bei mir viele Leute sowohl das Rift Headset, wie auch kürzlich manche das PSVR 2 Headset ausprobiert. Was ich dabei feststellen konnte, ist, dass es nach rund 7 Jahren kaum einen Unterschied gibt, wie Leute auf VR reagieren. Manchen macht es praktisch überhaupt nichts aus, andere fangen nach kürzester Zeit an zu schwitzen, oder es wird ihnen schwindelig, schlecht oder vielleicht auch alles zusammen. PSVR 2 hat, was das angeht, keine spürbaren Fortschritte gemacht. Es kommt primär auf das Spielerlebnis an sich an. Im Oculus Store gibt es zum Beispiel 3 Komfortstufen. Angenehm, was für die meisten Nutzer geeignet sein soll, moderat und intensiv. Spiele aus letzterer Kategorie seien für die meisten Personen, insbesondere für neue VR-Nutzer, ungeeignet. Dazu gehört Boneworks, aber wohl auch sowas wie Pavlov, wo man sich komplett frei bewegt, obwohl man selbst die meiste Zeit nur steht oder hockt. Bei der Drehung hilft es vielen, wenn man das in Winkelstufen tut, statt mit einer flüssigen Bewegung. Und auch, statt sich, wie in normalen Videospielen mit einem Stick, geradeaus fortzubewegen, gibt es in vielen Titeln die Möglichkeit, sich zu teleportieren. Auch das kann für den Anfang sehr bei Motion Sickness helfen. Bei so manchen ist das Fazit nach der Benutzung das folgende. Ja, es ist cool und bietet besondere Erlebnisse, aber haben muss ich das jetzt nicht unbedingt. Und das liegt nicht am Preis, sondern eben am Erlebnis an sich. Ganz anders war das wiederum bei einem meiner Neffen. Den kriegt man kaum wieder aus dem Headset rausgepult. Die meisten müssen sich aber an VR-Gaming gewöhnen, sich rantasten, bei intensiveren Spielen mit kurzen Sitzungen starten und immer etwas länger spielen. Das Hirn muss sich daran anpassen. Was helfen kann, ist Kaugummi kauen, genug frische Luft, vielleicht ein Ventilator und auch Pausen zwischendurch. Spielaufwand. VR-Gaming braucht Platz. Zumindest, wenn man nicht gerade nur auf seinem Hintern sitzen will, um ein Spiel wie Gran Turismo 7 zu spielen. Das volle VR-Erlebnis ist Roomscale. Empfohlen wird hier zum Beispiel von Meta, möglichst 2x2 Meter oder mehr, damit man sich zumindest ein bisschen bewegen kann und mit den Armen in allen Richtungen fuchteln kann, ohne das Mobiliar zu zerlegen. Wer diese Fläche nicht immer zur Verfügung hat, muss erstmal umräumen. Sicherlich in der Regel kein riesiger Aufwand, aber eben etwas nervig. Auch nervig kann der Kabelsalat sein. Besonders schlimm war das mit PSVR 1, was jedes Mal einen gewissen Aufbauaufwand bedeutete, wenn man das System nicht permanent angeschlossen hatte. Bei PSVR 2 gibt es zum Glück nur noch ein USB-C-Kabel. Die Sensoren sind im Headset selbst. Das ist auch ein großer Fortschritt gegenüber meinem alten Oculus-System, wo noch 3 Sensorkameras mit langen Kabeln im Raum verteilt werden mussten. Immerhin geht's inzwischen auch ganz ohne Kabelsalat. Allerdings nicht bei der PS5 und ohne zusätzliche Speziallösungen auch nicht am PC. Man kann sich auch mit einem Kabel verheddern und es kann auch ein Stück weit die Immersion stören. Hier gibt es auch Lösungen wie Deckenhalterungen, was aber auch wieder etwas ist, womit sich vielleicht nicht jeder die Wohnung verschönern will. Playerbase. Gerade Multiplayer-Spiele können in VR besonders viel Spaß machen. Blöd
ist natürlich nur, wenn nach anfänglichem Hype kaum genug Spieler zusammenkommen, um einzelne Spielmodi oder Maps erleben zu können. Eine Fragmentierung der Playerbase in Spieler von der PlayStation, dem PC und zusätzlich Meta ist daher eher kontraproduktiv. Zusätzlich ist es für die Verbreitung von VR etwas schade, dass Microsoft sich nicht dazu durchringen konnte, VR neben dem PC auch auf den Xbox Series Konsolen zu unterstützen. Erst vor wenigen Wochen erhielt der Multiplayer-Shooter Pavlov ein Update, welches Crossplay zwischen der PlayStation 5 und PC-Spielern ermöglichte. Dazu gab es einen Engine-Wechsel und aus Sicht vieler Spieler so manche Verschlechterungen. Man kann nur hoffen, dass das noch ausgebügelt wird. Ansonsten ist Crossplay aber eben sehr sinnvoll und hilft allen VR-Plattformen weiter zu wachsen. Optimal wäre es natürlich, wenn Crossplay mit PC-Spielern stets optional wäre, um hier Cheater bei Bedarf so gut es geht aussperren zu können. Der VR-Markt wächst zwar immer noch, jedoch eher langsam. VR-Titel haben lange nicht so viele Spieler wie die großen Marken, die man so kennt. Gibt es kein Call of Duty VR, weil es so wenig VR-Spieler gibt? Oder gibt es so wenig VR-Spieler, weil es kein Call of Duty VR gibt? Dieses Henne-Ei-Problem kann wohl keiner sicher beantworten. Aber nachdem kürzlich bekannt geworden ist, wie viele PlayStation-Spieler ihre Konsole fast ausschließlich nutzen, um Call of Duty zu spielen, würde ich doch mal sagen, dass sowas in VR kaum schaden würde. Dass Activision damit aber kurzfristig viel Geld verdienen würde, um ihre Investoren glücklich zu machen, ist wohl eher unwahrscheinlich. Überwindung. Wie ihr seht, gibt es schon noch einige Hürden. Auf VR-Gaming muss man sich einlassen. Man muss den Platz haben, man muss Hirn und Magen trainieren, man muss schauen, welche Spiele es gibt, die einem gefallen könnten, und man muss dafür natürlich auch erstmal etwas Geld ausgeben. Ich empfehle es, wenn möglich, erstmal bei einem Freund oder im Laden auszuprobieren. VR lässt sich unmöglich beschreiben oder in so einem Video richtig rüberbringen. Man muss es erleben. Und oft ist das erste Wort wow, wenn jemand das Headset auf den Kopf setzt und sich in einer virtuellen Welt wiederfindet, in der man sich einfach so umsehen und bewegen kann. Probiert es aus, nur lasst es bitte langsam angehen, auch wenn es schwer fällt. VR bietet Gaming-Erlebnisse, die schwer mit anderen vergleichbar sind. Doch für viele ist es leider nicht so eine simple Erfahrung, wie einen Controller in die Hand zu nehmen und sich vor den Fernseher zu setzen. Wie ist eure Meinung zum Thema VR-Gaming? Schreibt sie doch in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere einfach den Kanal und guck dir doch noch eins der Videos an, die ich jetzt verlinkt habe. Vielen Dank und bis zur nächsten Mittagspackung. Tschüss!